Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Terminator Resistance. I'm sorry about before. And I'm sorry about your soldiers. No need for that. You'll have a hard time getting up every morning if you dwell on that too much. Machines don't do that. And if we want to destroy them, neither can we. Mhm. Rivers, since Pacific Division no longer exists, you will now answer to me. That makes you a part of TechCom. Congratulations. No more sitting around waiting for Skynet to come to you. Over here we go out there and meet the enemy face on. Mach ich doch auch. Ich versuche vorbeizuschleichen, klappt meistens nicht. Resistance Shelter South Division. Ah, Klappsymbole. Baron, DN38217. Kommt doch ein T-800 durch. Commander. There with me. Das ist cool. Where are the others? Where's my husband? They're dead. Over here is our quartermaster. If you need anything beyond the standard issue equipment, work it out with him. And here's Alvin, residing chief Egghead. I prefer laboratory director. Like I said, Egghead. He supplies all TechCom units with weapon modifications. Everything looks well organized. It is. Everyone pulls their weight here. If someone doesn't, we become weak. And you can probably imagine where I stand on being weak. I'll get right to it. There's a reason I decided to meet you. We intercepted some interesting data. It turns out you're part of a prestigious group. A group of people that Skynet marked for termination. See, John Connor, the leader of the Resistance, is number one on that list. Then, there's me. I know, I'm flattered. Every day, we lead, we fight, and we plan on how to destroy Skynet's central core. So I know exactly why we're on that fucking list. But why would Private Rivers be number three? That infiltrator said something about me being marked for termination. Huh. Interesting. I'll have to have a word with Connor about that. And that brings me to my second point, your first assignment. After the Annihilation Line got to Pasadena, Skynet started building installations there. I want you to go there and collect some intel, so we know what we're up against. Sounds dangerous. Yep. It will be. Check with Alvin before you go, he'll have something for you. Remember, you might be valuable to Skynet, but the way I see it, you're still a private. Dismissed. Hey, ich bin Platz 3 auf der Liste, ich bin cool. And Rivers, civilians don't need to know about what happened out there. Bam, 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 bam. Da ist ein Kreis bei Los Angeles. Oh, da ist Hollywood, cool. Long Beach, San Pedro. Pasadena, da ist Pasadena. Ja, ich kenne mich. San Fernando ist da. Ist ja alles so nah beieinander von der Karte her. Also Pasadena, San Fernando und so hatten wir doch schon alles mal gehört irgendwo. Aber auf einer Karte habe ich es bisher nicht gesehen. Anaheim. Ah. Kenne ich von Two and a Half Men. Naja. You're going back to Pasadena? Ja, weil ich cool bin. Can't imagine what it's like there now. Ey, wo gehst du denn hin? Soldat. Ich überlege. Was gibt's heute in der Kantine? Esse ich die Currywurst? Oder versuche ich doch mal den Salat zu essen? Oh, ein Brotmesser. Das hilft mir gegen meinen T-800. Könnte auch bei Stalker mitmachen hier.
wieder ausschaut. Entschuldigung. Geht's denn hier lang? Ich bin neugierig. Oh. Gesperrt. Die Werkbank. Na gut, so viel Kram haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Aber Energiezellen, haben wir 1000 Besitz, davon brauchen wir nicht so viel. Kann ich die nicht verkaufen, auseinandernehmen lassen oder so? Ah, Waffen 3. Tarnung braucht keine Sau. Mehr Schaden mit Raketen, Granaten. Ja, das muss ich auch nochmal machen. Dauerhaft feindlichen Laser entschärfen. Härte scheint irgendwie auch wichtig zu sein. Habe ich noch gar nichts drin? Na komm. Nee, nicht herstellen, um Gottes Willen. Wir wollen Waffen. Aktivieren. So, was braucht der denn hier für einen Laser überhaupt? Munition. Was hat der denn? Was nutzt der denn? Feuerrate 75 und der gute hier 65. Schaden meine ich, Entschuldigung. Feuerrate 475, bessere Feuerrate 24 Schuss, 15, Stabilität ist 98, ist eher so ein Scharfschützengewehr. Aber welche Munition verwendest du? Ah, rote Plasma-Munition. Ah. Ah, macht mehr Schaden. Nehmen wir mal statt die Uzi kann weg. So, dann haben wir doch hier diese tollen Sachen. Was soll ich damit machen? Ich raff's noch nicht. Mit diesem Chip setzen. Na gut. Trotzdem habe ich noch so viel Mist, der weg kann. Naja, vielleicht kann ich hier was verkaufen irgendwo. Vielleicht gibt es einen Händler, einen Döner. Hey, it's a Pacific Division uniform. Hi, Eierkopf. He's a long way from home. Eierkopf? I hear you have something for me. I do. Commander Baron wanted me to show you how to customize your weapons. Ah. Something I've been working on for some time now. You see, your standard phased plasma is in a 40-watt range. However, you can upgrade its damage, shooting rate, or stability using decoded chips. The same ones you've been collecting from fallen Terminators. You can do the upgrades yourself. When you're done, go to the Quartermaster. I believe he has something for you as well. So, Plasmawaffen können mit den Skynet-Chips verbessert werden. Öffne Inventar, wähle Plasmawaffe aus. Wenn möglich ist, drücke verbessern, schließe bla bla bla. Ich glaube, das wird irgendwie laufen. Öffne den Inventar, um deine Plasmawaffe zu verbessern. Machen wir erstmal die Plasmawaffe. Bam, 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 bam. Achso, es geht über verbessern. Um eine Waffe zu verbessern, schließe den Schaltkreis, indem du drei Chips in den Slots miteinander kombinierst. Jedes Chipende muss auf beiden Seiten den angrenzenden Chip übereinstimmen. Nicht verstehen. Was bringt denn Ladestreifen? Was bringt denn das hier? Achso, diese Chips müssen wahrscheinlich hier, die Endstücke müssen passen, kann das sein? Und jetzt brauche ich einen, der Mitte zwei Riffel hat. Stabilität wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Hier, Feuerrate. Zweimal Riffel. Nee, ist Feuerrate. Ich wollte Schaden. Gibt es zwei Dreier Riffel mit Schaden? Da haben wir ihn doch. Alter, 29. Das ist jetzt besser als die Waffe, die wir haben. Ja, super.
So. Da ist die jetzt schon wieder oldschool. Kacke gegen. Aber wir können die ja auch verbessern. Wir haben ja so viel Scheiße von dem. Riffel außen, Riffel innen. Jetzt eigentlich nicht die besten dafür. Ach komm, was soll der Geiz? Ich nehme Riffel 3 innen und außen. Dann nehmen wir Feuerrate. Nee. Ah, wir müssen am Ende nochmal rechts nach Riffel 3 haben. Riffel 3, Riffel 3. Hätten wir hier oder da? Dann würde das passen hier. Wenn wir die beiden nehmen. Erhöhen wir die Feuerrate. So, jetzt haben wir quasi 95 zu. Auch sehr viel. Ach, Ladekapazität waren Ladestreifen. Ah. Das ist das dann halt unser Scharfschützengewehr quasi. Und das ist dann hier die Ballerbude. Was brauche ich dann die anderen Waffen eigentlich? Die sind dann Geschichte, oder? Pasadena. Jennifer. Ah. Heidi ho. Oh. Können wir Sachen tauschen? Ja. Oh, das ist neu. Eine Mine oder was? Das müssen wir auch nochmal einsetzen. Jawollo! Alter, Bazooka und dieses Scharfschützengewehr. Oh. Okay, ich habe alte Waffen, willst du haben? I'm Private Rivers. You got something for me? I've been told you're using old goggles from the Pacific Division. Those aren't even standard issue anymore. Commander Baron asked me to hook you up with the latest version. These babies come equipped with a high-quality camera. What do I do with them? The idea is that when you reach Pasadena, take pictures of Skynet's offensive installations. So darum hat's von nicht funktioniert. When you find them, put the goggles on, then aim and shoot. The pictures will be automatically sent to a military satellite that we hijacked from Skynet. They'll give us the necessary intel to prepare for when the annihilation line comes. That's it? That's it. Toll. We have a place ready for you here. Brauchst du das Scharfschützengewehr da hinten noch? Before you leave, take a look and see if there's anything else you need. I can get my hands on almost anything, but I don't normally have. Ja, brauchst du das Scharfschützengewehr in deiner Ecke noch? Hör mir doch mal zu, wenn ich mit dir rede, du Banause. So. Das will ich verkaufen. Hau weg die Scheiße. So. Das soll auch weg. Zack, hau weg die Scheiße. Pistole traue ich mich eigentlich noch nicht, aber eigentlich, komm, bevor ich die Pistole zücke, habe ich die Waffe in der Hand. So, danach zücke ich diese Waffe. Zieh die Pistole immer noch nicht. Wenn ich dann die leer wäre, würde ich die Waffe zücken. Und wenn die leer wäre, würde ich die Waffe zücken. Und vielleicht sogar noch die Uzi. Also eigentlich können wir die Pistole verkaufen. Vielleicht ärgert mich das dann auch, aber was ist denn das? Pistolenmunition für Handfeuerwaffen. Da haben wir 2 Slots frei. Da könnten wir vielleicht was anderes mitmachen. Oder eher die Uzi. Was hat denn die Uzi für Muss? Ach, die Uzi nutzt auch Pistolenmunition. Komm. Dann behalte ich eher die Uzi. Ich kann mich noch nicht so von den Waffen trennen. Ich habe da so sehr viele Gefühle mit. Das, was hast du für neue Waffen? Wo ist das Scharfschützengewehr, du Arsch? Du hast da Scharfschützengewehre stehen. Gib mir die Scharfschützengewehre. Was soll ich mit dem anderen Kack? Aber das kaufe ich dir ab. Und zwar alle. Ach, Mist, ey. Hm. Haftbombe, wusste ich gar nicht, dass ich die habe. Cool. Wurde gerade eingesammelt.
Wir haben jetzt 3, 6 Slots frei. Ich habe so die Befürchtung, wir könnten noch mehr Sachen bekommen später. Mitnehmen. Gewehrmunition. Ach komm, ich bereue es jetzt schon. Pistolmunition. Tschüss. Ich hoffe, ich finde jetzt keinen Schalldämpfer. Und wir kämpfen noch gegen Menschen. Das wäre jetzt echt blöd. Aber gut. Jetzt haben wir quasi 3 Slots frei wieder. Na, ich denke, das Scharfschützengewehr, wenn wir es kriegen, oder eine Bazooka, braucht bestimmt 3 Slots, würde ich mal sagen. Ja. Haben wir ein bisschen Platz geschaffen. Bei den anderen Waffen traue ich mich noch nicht, also mich zu trennen. So. Ich hätte ja gerne noch dieses Scharfschützengewehr oder so eine geile Bazooka. Oder beides. Und C4 hätte ich auch gern. Warum erschießen wir den nicht und nehmen einfach alles mit? That's it then. You're leaving us and going back to Pasadena. Not yet. I need to collect the rest of my stuff from our hideout. Fine by me. Let's go. Okay. Bleibst nicht hier, Jennifer? Du musst doch in Sicherheit leben. Oh, was willst du denn? Please, you need to tell me what happened there. Where's my husband? Gut. Darüber kann ich nicht sprechen. Nur zu beleidigt sein oder wir bringen sie zum Wein. Beleidigt, Wein. Beleidigt, Wein. Beleidigt, Wein. Wartet mal kurz, ich entferne meinen Gefühlschip. Er wurde beim Angriff getötet. We were ambushed on our way out of the metro station. There was nothing we could do. He died protecting us. I'm sorry. Oh my god. Thank you for telling me this. You did good by telling her. I don't care what Baron says. That woman deserved to hear the truth. Not knowing would destroy her. Believe me, Aaron would kill to know what happened to her husband. Na gut. Ach, bau da noch irgendwas dran und ein Lasergewehr. Ich will entweder das Ding fahren oder ich will da hinten mit ballern. Das wäre echt cool. So als Sequenz. Das müssen die machen. Das müssen die einfach einbauen. Wenn die so eine Sequenz am Anfang einbauen, wie so ein T-800 quasi Exoskelett einen menschlichen Schädel zertritt, dann müssen die einen Jeep einbauen quasi, wo man ballern kann. So. Wo macht man das Licht aus? Das geht auf die Batterie da hinten. Gebiet verlassen? Ja, hab doch auf E gedrückt. Versteck. Für meinen ersten Einsatz als Techcom-Soldat wurde ich damit beauftragt, Aufklärungsdaten aus Pasadena zu sammeln, nachdem es von Skynet überrannt worden ist. Doch bevor ich dorthin gehe, sollte ich mit Irwin und Rain reden, um herauszufinden, ob sie Interessantes über das Gebiet wissen. Patrick! Bam, bam, bam. Look, look! Look, look, Ryan look. Fixed it! Ryan fixed the bus. Hey, cool. That's great news. Ah, so MG. Did you help? MG? No. I was there and helping Mark. He's doing much better now. I hear that you fixed the bus. Yeah, finally. What about you? You meet the resistance? Yeah, finally. Ihr könnt euch ruhig weiter unterhalten. Oder soll ich weitergehen? Okay, ich merke, ihr braucht ein bisschen Zeit für euch. Okay. I'll talk to Aaron. Ich rede mit dir. Ja, genau, ich rede mit dir. Hallo. I heard about Mark. What happened? It was a close call, but he's on the mend now. And I have to thank you for that. So, thank you. So, what's new with you? Sure. I've been ordered to go to Pasadena to collect some intel. Is there anything you need from there? Right now, I don't need anything. But there's something you might be interested in. When we were running away the other day, Colin was supposed to bring something. Boxes of adrenaline, painkillers, and who knows what else. Since he didn't bring anything with him, I'd imagine everything's still there.
Those stimulants might be useful to you. When used in small doses, they can improve focus and alertness. If I were you, I'd take a look. Oh, ich hab keinen Bock auf deine Geschichte. Ich scheiß jetzt mal drauf. Du hast doch nicht deine Meinung geändert, was deinen Beitritt ins Widerstands angeht. You didn't change your mind about joining the resistance? No, I'm packed and ready to go. You're the one that kept saying that we're going when in fact we're not. Oh, you really pissed me off, I must say. No. Na gut, dann erzähl mir. You never told me you had a husband. You never asked. Did you know each other before the war? We lived together even before the bombing. I've been dealing with him and his boring stories for over 30 years. I must be getting old, because I wouldn't mind hearing one right now. Back at the camp, I used to think that the machines kept Peter alive to get me to cooperate. So when there was an opportunity to run, we had to take it. And we did. We ran with this little child that I had started to love. I felt that she was mine. Did Peter feel the same? He became really cautious. His protectiveness gave me courage. He convinced me that in this sick world, we could take care of our girl, our Taylor. But as you know nowadays, no story has a happy ending. She died shortly after. We buried her, and we stopped talking to each other. Eventually, the Annihilation Line caught up with us. We got separated. I ran away. He did too. At least, I hope he did. That's all. Collins Versteck. Gut. Gucken wir, gucken wir, gucken wir. Wollen wir hier reingucken? He really took a bite out of me. Munition könnten wir herstellen. Ein bisschen kommen. Dietrich lasse ich erstmal weg. Yeah, that one's on me. I tried to shave you. Is that him? Yeah, that's him. Hi, Mark. Jacob. Laura tells me you're looking for volunteers that'll join the resistance. You can count me in. It only seems fair since I owe you my life. Ja, ein Mark rekrutiert, er wird bestimmt eine Minute überleben. Looks like things are finally starting to go our way. Ich glaube, bevor es gut wird, wird es nochmal sehr, sehr schlimm werden, wenn überhaupt. Ja, Heidi Ho, ach so, jetzt muss ich mit Brian reden. I see you got that bus running again. You didn't think I would, did you? Well, don't write me off just yet. I still got it. Anyhow, I got something for you. Oh. Ein Terminierungsmesser. Nähere dich einem Terminator rasch von hinten, wenn du mit einem Terminierungsmesser ausgerüstet bist. Und drücke dann linke Maustaste. Wenn du die Interaktion auf seinen Rücken... Wenn die Interaktionsanzeige auf dem Rücken erscheint. Das Terminierungsmesser ist eine Waffe für einmaligen Gebrauch. Aha. It's called a termination knife. It's supposed to shut down a Terminator with a single stab. So if you sneak in and you want to take them down silently, well, that's your go-to weapon. I guess you could say it terminates Terminators. Wow. That was almost as bad as Jan. Ja, wo hast du das gefunden? Where did you get that? A group of travelers came by earlier. We traded, talked for a while. Actually, they said something that got my attention. Something about meeting a guy out there who kept asking about Jacob Rivers. He said it didn't seem right. You don't think it's that thing that you told us about before, do you?
sorry. I probably should have said something right away. Das ist bestimmt der Terminator, der Getarnte. Have you changed your mind about joining the Resistance? No. No, I have not. I think I'm better off anywhere that bus takes me. I'm moving out tomorrow. Anyone who wants to join is more than welcome to, but I don't suppose you're interested. Nee, ich habe kein Interesse. Aber ich würde es cool finden, wenn er überlebt. What's on your mind? You really got me thinking about old Tucker again. In times like these, I wouldn't mind having him around. He always knew what to do. He was the only one who didn't lose his mind after Judgment Day. How did you handle it? I didn't. I couldn't understand it. Nowadays, children are born with the idea of death, but back then, I lived without a clue. I felt sick when I saw blood on TV. Tucker said, we need to be calm right now. I listened to him. We all did, survivors from the concert. Yeah. Did you drive someplace safe? It was my first call. Just drive. Gave it a shot, but we kept running into these sandstorms. Every car fucked up after a couple of miles. Turned out that atomic dust ain't so great with engines. Hmm. Finally, we found a couple houses, but the people there were as confused as we were. All the communication went to shit. Tucker managed to find some batteries, and we sat in front of our boombox. They started to list cities to avoid. Cities that were hit by the nuclear bombs. Mir fällt gerade auf, der hat so eine alte Taschenlampe, die ich früher auch mal hatte. Ich glaube, weiß nicht, ob die von der Bundeswehr war oder so. Konntest du das nach vorne schieben oder das rote oder grüne? Dann hast du hier vorne rote oder grüne Blende gehabt und dann hast du halt ja, grün geleuchtet oder rot geleuchtet. Gibt es bestimmt heute nicht mehr. So, wie viele Städte wurden getroffen? Naja, alle Städte wahrscheinlich. Wurde deine Stadt getroffen? Did your city get hit? The list was long until the very end. I was hoping that it wouldn't come up. But it did. Somehow it managed to surprise me. We looked at each other crying. We just wanted to go home and be with family, but Tucker said that for now, the safest place there is right where we were. So we decided to stay and start a camp. Naja, es freut mich, dass alle immer diese Konversation mit mir mögen. Langsam habe ich das Gefühl, man kann gar nicht die Konversation verkaufen. Oh. You're going to Pasadena? Yep, Patrick. Yep, I am. I have a mission for you. A secret mission. Super important. Ooh. Probably the most important of them all. What is it? Could you bring me my chalk? Chalk? Yeah. It's at my house. The one with the beware sign on the side. Could you bring it to me? I mean, if you could. I did bring you that bullet one time. I'll see what I can do. Cool. Hat mir ja mal eine Kugel gebracht, ja. Ich dachte aber eigentlich, soll mich damit erschießen. Nicht, dass ich die, dass er zum Verwenden, naja. Gut, ich finde es aber cool, dass sie sowas eingebaut haben, wie diese Konversation und auch die kleine Nebenmission. Aber ich finde so, weiß ich nicht, die Storys, da fehlt noch ein bisschen Pep. Aber ich bin zufrieden mit dem Spiel. Es macht Spaß. Skynet begann mit dem Bau von Angriffseinrichtungen in Pasadena, nachdem die Vernichtungslinie eingetroffen war. Wenn wir sie aufhalten wollen, muss ich Fotos von diesen Bauten machen. Das ist die einzige Möglichkeit, um uns auf die Ankunft der Linie vorzubereiten. Ja, ich weiß noch nicht, wie Fotos da uns weiterhelfen sollen, aber machen wir einfach mal. Rivers, are you receiving me? I am. Good. I marked vantage points on your map. Use them to take pictures of the Skynet installations. And although this is a recon mission, you have clearance to engage at will. Over and out. Hm. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Ich weiß jetzt nicht, was sie gerade gesagt hat. Irgendwas irgendwie aus Sichtungsmission. Aber ich schieße doch trotzdem, oder? Oh, die anderen Sachen sind gleich hier vorne. Dann gehen wir doch erstmal gleich zum Versteck. Kann ich die andere Mission auswählen? Mit dem Versteck.
Ist das die vordere? Nein, ist die hintere. Mission Collins Versteck. Dann gehen wir erstmal zu Collins Versteck. Liegt hier auf dem Weg. Ah ja. Ich habe ja diese Ansicht. Scheiße. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Oh. Kann es sein, dass die Waffe jetzt so richtig stark ist? Danke, danke für eure Mitarbeit. Danke, danke. Naja. Das ist auch so, das gehört zu Terminator 2, dieser Spielplatz. Und ah, das war eine coole Szene, wirklich. Als sie da am Zaun hing, nach den Kindern da schrie. Ich glaube, sie selber hat sogar ein Mädchen geschaukelt oder so. Und dann kommt die Atomexplosion. Fand ich richtig geil damals. Heute wahrscheinlich immer noch. Doch, die ist bestimmt heute immer noch gut, die Szene. Na gut, hätte es ja sein können, dass da was ist. Darf man ein Foto machen? Ah! Okay. Diese Kackminen sind im Arsch. Ich kill euch alle, ihr Arschlöcher. Aufklärer? Müssen alles mitnehmen. Private, there's a strong possibility that you'll encounter a T-47 there. It's Skynet's newest Walker-type HK. If you can, take a photo of a functioning unit that we can analyze. Okay, mal ganz doof gefragt. Wie mache ich das mit den Munition? Fotos? Habe ich nicht ein Foto abgefragt? Weil ich kann also auch keine Fotos machen. Oder kommt das dann, wenn ich da halt das machen kann? Skynet-Behälter. Hier sind doch irgendwo Kackspinnen. Ich dachte, es kommen wieder Drohnen. Na, kommt raus da. Die Ratte gerettet. Oh! Eigentlich ist die Waffe da drauf zu ballern eigentlich Verschwendung, oder? Die reicht doch eigentlich auch aus. Oh, wir können endlich mal wieder einen Dietrich verwenden. Thank you.
Ist doch toll hier. Ist ja nichts. Sie verarschen? Ja, ich glaube, dann haben wir die Ecke hier mal ein bisschen ausgekundschaftet. Das Versteck geht hier weiter, ne? Ah, fuck. Okay. Weg oder kommen sie direkt zu mir? Ah, so kann ich es machen, okay. Die warten aber auf mich. Und doch nicht. Turm! Scheiße, hätte ich das gewusst, hätte ich ihn gehackt. Scheiße. Da war ich diesmal zu killgeil. That's gotta be Collins hideout. Ja, gleich. Scheiße, den Turm hätte ich heile lassen müssen. Mit dem Turm ärgert mich gerade so ein bisschen. Und weg, 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 weg. Woo! ich bin einfach reingelaufen, scheiße. Mit einer ausreichenden Sprengstofffähigkeit kannst du ausgelegte Laserfallen vorübergehend entschärfen oder sogar einsammeln. Nähere dich der Falle, drücke E und zum Einsammeln, okay. Looks like Colin rigged this place with traps. Kommen wir hier runter? Nein. Gut, dann leck mich am Arsch. Oh, 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 oh. Ich kann die irgendwie nicht ausschalten, oder? Soll ich jetzt da vorbeikommen? Kann ich mich drunter durchducken? Boah, ich bin cool. Ich dachte, ich kann die irgendwie einsammeln. Ach da. Ja, jetzt die Möglichkeit deaktivieren. Aber einsammeln kann ich nicht. Okay, geht gleich wieder an. Ah, fuck. Südstaaten Gastfreundlichkeit. Wenn du das liest, dann musst du an mein Sicherheitssystem vorbeigekommen sein. Glückwunsch. Du musst so scharfsinnig sein wie ein Sack Murmel. Doch wie du bereits bemerkt hast, habe ich einen starken Beschützerinstinkt, was meine Sachen angeht. Solltest du also bei dem Verstand sein, legst du zurück, was du immer genommen hast und machst dich wieder vom, auf dem Weg. Wenn du jedoch einer der Terminatoren bist und dies liest, warum sollten sie das lesen? Dann gut für dich. Ich wusste nicht einmal, dass ihr das konntet. Und da ihr schon kommunizieren, möchte ich um einen Gefallen bitten. Könntest du mir sagen, warum ihr Zähne braucht? Das ist etwas, über das ich jetzt schon eine Weile grübele. Ich meine, ihr esst doch gar nichts. Ihr kaut nicht und ich nehme an, das könnt ihr auch nicht. Die Zähne... Dass ihr auch die Zähne nicht putzt. Okay, also wozu...
Die Beißerchen, ja. Wozu? Zu die Beißerchen. Dispensary? Oh, Terminierungsmesser. There has to be a hospital nearby. Oh, auf die Terminierungsmesser bin ich auch mal scharf. Die können wir bestimmt gebrauchen, nämlich wenn wir da irgendwo reinschleichen. Ah, hier gibt es Adrenalinsachen. Das, was die da, Ärztin gesagt hat. Kampfstimulanz. Um Kampfstimulanz zu verwenden, weise Fertigungs... Ja, was bringt das? Geschwindigkeit, deine Robustheit, deine Reflexe. Kurzzeitig, okay. Und für jeden haben wir wahrscheinlich was. Einer ist dann für kurzzeitige Unsterblichkeit. Aber bisher kann man das auch so spielen, also ich bin der Meinung, die brauchen wir noch nicht. Wie sieht es denn überhaupt im Inventar aus? Na, bauen wir da was von. Dann hier von. Yeah. Neuer Fertigkeitspunkt. Ah, Tarnung, Sprengstoff, Schlösser knacken, hacken, herstellen. Gegenstände Level 2, Gegenstände Level 3. Eigentlich wäre es auch cool, wenn wir irgendwann, hey, mal zurück. Ach, Härte müsste ich auch mal, aber ich nehme mal herstellen. Mal gucken, was da ist. Vielleicht kann man diese besseren Medipacks irgendwann bauen. Nee, die sind wohl Stufe 3 erst. Aber es war trotzdem nicht unwichtig, weil... Ah, Terminierungsmesser können wir auch lernen. Welche Stufe das aber ist, steht hier nicht. Weil die sind sehr wichtig. Wir müssen ja schon immer zweimal... Wir brauchen ja zwei, um das voll, um uns einmal voll zu kriegen. Das ist jetzt auch nicht verkehrt, diese Energiezellen. Violetten Plasma. Die sind dann wahrscheinlich noch stärker. Cool. Ja, dann... einmal zu. Und dann speichere ich. Und dann würde ich sagen... Oh, ist ja offen. Ganz schön sicher. Würde ich sagen, machen wir einen Break. Und nächstes Mal geht es dann weiter. Suche die Apotheke im Krankenhaus in der Nähe. Warte mal. Warum soll ich zur Apotheke? Ach so, da hinten. Liegt ja eh quasi auf dem Weg. Wir müssen ja, können dann hier einmal so lang. Denke ich mal. Dann machen wir nochmal die Collins-Sache da nochmal fertig. Und ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.